Hallo, ich bin Susanne von Kreativdesign LKS und heute zeige ich dir ein Mini-Album. Meins wird schön bunt, denn es ist für meine Tochter. Und da kommen dann die ganzen Glückwunschkarten vom Geburtstag rein. Damit das Video nicht zu lang wird, machen wir heute das Grundgerüst und verkleiden das auch schon. Die Deko kommt dann beim nächsten Mal dran. Gefällt dir das Video, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonnier doch den Kanal direkt hier unter dem Video und jetzt viel Spaß. Ich nutze heute das Designerpapier Sonnenschein und Regenbogen. Das kannst du dir noch bis zum 28.02. kostenlos ergattern. Die aktuellen Kataloge findest du auf meiner Website. Das ist schön farbenfroh, passt also perfekt zu meiner Tochter und ich habe hier noch ein paar Reststreifen schon mal rausgesucht. Und ein Mini-Album muss natürlich etwas stabiler gebaut werden, also brauchen wir Pappe. Die habe ich nicht gekauft, denn an den großen Designerpapieren, also in 12x12 Inch, ist hinten immer noch mal zur Verstärkung eine Pappe drin und die hebe ich mir natürlich auf. Hast du keine, dann gibt es ja auch Graupappe extra zu kaufen. Ich setze dir mal einen Link unten in die Infobox. Hier habe ich mir schon mal ein paar Reststreifen herausgesucht, die ganz gut dazu passen. Und noch ein Band. Ich habe mir hier schon mal ein bisschen was zurechtgeschnitten. Die zwei großen Quadrate sind 15,25 in der Länge und Breite. Warum dieses krumme Maß? Ja, es ist eben genau die Hälfte von 12 Inch und so bekomme ich das Optimum aus einem Bogen raus. Das brauchen wir zweimal und hier habe ich noch zwei kleinere Stücke in der Länge auch 15,25 cm und in der Breite 4,5. Das ist sozusagen der Buchrücken und auch den brauche ich zweimal und jetzt zeige ich dir, wie ich das zurechtschneide. Ganz normal mit meinem Papierschneider. Ich lege mir das einmal ein, die Länge stimmt schon, 15,25 cm. Und das wird noch vorn die Klappe. In der Breite mache ich hier 5 cm. Ich gehe einmal ohne Druck über die Pappe. Und hier reicht mir, wenn ich einschnitt, gehe noch einmal drüber und übe dann etwas mehr Druck aus. Und dann lässt sich das hier so ganz einfach lösen. Ich nutze dafür auch gern eine alte Klinge, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass das doch ganz schön stark beansprucht. Und es wird ja dann eh noch in Papier eingeschlagen. Deswegen ist es auch nicht so schlimm, wenn die Kante da mal nicht so ganz perfekt ausschaut. Ich schlage meine Mini-Alben nur ungern komplett in Papier ein. Denn gerade wenn man sie öfters nutzt, und ich weiß, das wird meine Tochter definitiv tun, dann kann das schon gerade an den Stellen, die geknickt werden, mal eher reißen. Und deswegen nutze ich gern Gewebeband. Meins hier ist von Tesa. Das verlinke ich dir mal gern unten in der Infobox. Ich habe ein weißes, aber das gibt es auch in Schwarz und einigen Farben. Da ziehe ich mir hier so ein bisschen was von der Rolle ab. Leg mir die Pappe so ziemlich gerade drauf. Wenn das nicht zu 100% gerade ist, ist es gar nicht schlimm, denn letztendlich wird nur ein sehr schmaler Streifen sichtbar bleiben. Hier habe ich noch ein Stück Restpappe. Das nehme ich mir einmal als Abstandshalter, denn das nächste Stück kommt nicht ganz genau ran, sondern eben mit ein klein wenig Abstand. Mindestens in der Dicke, wie die Pappe, die ich nutze, eben auch ist. Also hier ist es die gleiche Dicke. Es darf auch noch ein kleines bisschen größer sein, wenn es mal ist. Das passt auch, aber definitiv nicht kleiner, denn sonst lässt sich das Buch nicht gut öffnen und schließen. Pass auf, dass das Gewebeband hier unten schön anliegt. Leg mir das einmal nach oben und klappe das Reststück runter. Also wie du siehst, das passt auch bei mir nicht auf den Millimeter, aber das wird später keiner sehen. Mit dem Falzbein gehe ich nochmal drüber und drücke das gut an. Und hier arbeite ich auch schon mal meine Falz etwas vor. Dann lege ich mir an die nächste Kante wieder etwas Gewebeband an, nehme meinen Abstandshalter, lege parallel dazu das nächste große Stück an. Und jetzt, ja, wollte ich eigentlich weiterarbeiten. Man sollte sehr gut darauf achten, dass man dann natürlich auch genug Material da hat. Für mich heißt es jetzt einmal
ab in den Baumarkt, erstmal was Neues besorgen. Eine kleine Zwangspause. Ja, nützt nichts, das kommt eben auch mal vor. So, hier habe ich einmal neues Gewebeband, schließe mir damit die Lücke. Jetzt habe ich an der Stelle zwar zwei Überlappungen, aber auch das wird später kaum auffallen. Drückt es wieder mit dem Falzbein gut an, gehe in die Rille, falls das ein bisschen vorknickt, es schon mal ein bisschen, und dann kommt an die nächste Seite noch einmal ein schmales Stück mit den 4,5 cm und an dieses schmale Stück kommt dann das letzte mit 5 cm. Das ist dann vorne meine Klappe, so soll sich das Ganze schließen. Das Ganze möchte ich jetzt verkleiden mit Farbkarton in Blütenrosa, denn das kommt auch im Designerpapier vor. Schaue ich gleich mal, welche Reste ich hier ein bisschen mit verarbeiten kann. Wie ich mein Papier aufbewahre, dazu habe ich dir schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich dir gern hier oben unter dem i. In der Länge hat das Papier noch die Maße von einem A4-Bogen, also 21 cm. Und da schneide ich mir jetzt zwei Streifen mit der Breite von 4,4 cm zurecht. Ja, das Ganze ist einen Millimeter kleiner als die Pappe, aber ich tue mich da einfacher im Aufkleben. Hierfür nutze ich das doppelseitige Klebeband. Das haftet sehr gut, denn das Ganze soll ja auch ein bisschen was aushalten. Da gebe ich mir hier jeweils an den Rand einen Streifen und auch in der Mitte nochmal einen. Drück das mit dem Falzbein etwas fest, denn so lässt sich oft die Schutzfolie einfacher lösen. Ich klebe das hier einmal auf die Außenseite, drücke das auch nochmal ein bisschen fest. Und die eine Seite ist mir tatsächlich ein bisschen zu lang. Die kürze ich mir etwas. Oben ist schon genug Kleber drauf. Hier unten brauche ich noch ein bisschen was, deswegen nochmal doppelseitiges Klebeband. Und dann knicke ich mir das hier so langsam einmal rum. Achte darauf, dass sich das schön um die Kante legt und da kein Zwischenraum bleibt. Dabei hilft mir auch, wenn ich einfach das ganze Gerüst hier einmal oben schlage. Dann funktioniert das wirklich sehr gut. Hier habe ich jetzt den zweiten Streifen. Da gebe ich mir wieder das doppelseitige Klebeband auf und bringe mir das am zweiten Buchrücken an. Nicht vergessen, das sind jetzt immer die Außenseiten, wo ich das aufgeklebt habe. Innen schaut das Ganze jetzt natürlich noch nicht schön aus. Dafür brauche ich nochmal zwei Streifen mit der Breite 4,4 cm. Und in der Höhe mache ich den klein wenig kleiner. Ich habe hier jetzt 14,9, 15 wären auch okay gewesen. Auch hier gebe ich wieder mein doppelseitiges Klebeband auf, ziehe die Schutzfolien ab und dann setze ich mir das hier einmal an der linken Seite an. Und wenn der Abstand oben und unten gleich ist, dann passt es auch. Natürlich habe ich das vorher einmal geprüft, als noch kein Kleber drauf war. Jetzt kommt das mittlere große Stück. In der Länge hat es wieder 21 cm. Und in der Breite 15,1. Auch hier gebe ich wieder an den Rand das doppelseitige Klebeband. Bei dem tue ich mich einfach viel leichter, das wirklich gerade und sehr nah am Rand aufzukleben. Und für die große Fläche nutze ich dieses doppelseitige Klebeband hier. Das verlinke ich dir auch mal gern unten in der Infobox. Das habe ich in zwei verschiedenen Breiten da, einmal 4 cm und einmal 5 cm, je nachdem, was gerade passt. In der Mitte gebe ich hier nochmal einen schmalen Streifen drauf. Also die Fläche muss auch nicht zu 100% bedeckt sein, so passt es. Das hier ist wieder die Außenseite vom Album. Ich ziehe die Schutzfolien einmal ab und dann lege ich das hier an einer Seite an. Und klebt es einmal auf. Bei solchen großen Flächen nutze ich auch gern diese Walze, um das Ganze gut anzudrücken. Drehe mir das einmal um, biegt es schon mal ein bisschen vor. Bei der Größe hier funktioniert das allerdings nur, wenn die Pappe auch mindestens die Stabilität hat, wie meine hier.
Jetzt gebe ich mir einmal an den Rand vom Farbkarton doppelseitiges Klebeband und auch hier unten an den Rand von der Pappe. Knickt es einmal um und da ist jetzt wichtig, ich fange nicht an der Seite an, sondern in der Mitte und arbeite mich von der Mitte aus zu den beiden Seiten. Da kann es jetzt sein, dass die Kante mal nicht ganz so glatt aussieht. Da einfach mit dem Falzbein noch einmal drüber gehen. Auch auf der anderen Seite wieder einmal langsam umknicken, von der Mitte ausgehend zum Rand. Für die Verkleidung der Innenseite habe ich mir hier ein Stück zurechtgeschnitten. Das hat die Maße, Achtung, 15,1 x 14,9 cm. Bevor ich das aufklebe, schaue ich natürlich dreimal, dass ich das jetzt auch wirklich richtig rum aufklebe. Denn ich finde, diese 2 mm sind ganz schön tricky bis fast unmöglich zu sehen. Aber wenn es aufgeklebt ist, passt es halt einfach nicht und das sieht man dann sehr wohl. Und jetzt kommen wir zu der vorderen großen Klappe. Hier lege ich mir einfach erstmal ein A4-Papier zurecht und schaue, was mir hier übersteht, wenn ich einen Rand von 2 cm lasse. Ich schneide mir hier einmal 12,5 cm weg. Auf das größere Stück gebe ich hier an der Kante wieder das schmale doppelseitige Klebeband. Außen auf das Album die breiten Streifen, setze mir das hier wieder an der Kante an, schaue, dass oben und unten so ungefähr der gleiche Abstand ist, drücke das einmal an und dann steht es eben an diesen drei Seiten hier über. Die Ecken schneide ich mir einmal weg, jedoch gehe ich dabei nicht bis an die Pappe ran, sondern lasse da einen Abstand von 2 mm. Das mache ich jetzt per Augenmaß, da habe ich kein Hilfsmittel. Biege mir das hier schon mal wieder so ein bisschen vor und gebe mir auch hier wieder einmal Klebeband an die Außenkante vom Farbkarton und auch an die Kante von der Pappe. Das mache ich an allen drei Seiten. Jetzt ziehe ich mir hier unten einmal die Schutzfolie ab. Die an der Seite nur ein Stück, dass ich mir das jetzt nicht zuklebe. Nehme mir mein Falzbein zur Hilfe, dass ich den Farbkarton schön um die Kante legen kann. Wieder dran denken, in der Mitte anfangen und nach außen arbeiten. Das gleiche mache ich einmal oben. Und bevor ich die Seite jetzt auch noch umschlage, drücke ich mir das überstehende Papier hier so etwas ein und auch ein bisschen platt. Denn so bilden sich dann wunderschöne Ecken, wo nichts absteht, keine Pappe durchschaut und alles sauber ausschaut. Innen habe ich mir auch wieder noch ein Stück aufgeklebt. Das hat wieder die Höhe von 14,9 cm. Und hier habe ich mir auch wieder zuerst 15,1 cm für die Breite zugeschnitten, das Ganze aufgelegt und festgestellt, passt nicht so ganz. Deswegen habe ich das nochmal auf 14,9 geändert. Und hier unten ist so eine kleine Stelle, wo es einfach nicht ganz passen möchte. Da nehme ich mir ein Messer zur Hilfe und gehe ganz vorsichtig und mehrmals über diese Stelle drüber. Schneide mir das untere Material einmal weg, passe aber eben dabei auf, dass ich mir natürlich nicht ins Gewebeband reinschneide. Jetzt mache ich das noch auf der anderen Seite mit der Lasche. Das wird ja die vordere Klappe. In der Länge hat es wieder 21 cm. In der Breite hat die Lasche selber ja 5 cm. Hier gebe ich wieder so 2 bis 2,5 cm zu. Also 7 bis 7,5 cm. Gebe genau wie bei den anderen Teilen doppelseitiges Klebeband drauf und befestige das Ganze. Auch hier klebe ich wieder erst oben und unten um die Kante und arbeite mit dem Falzbein das überstehende Papier einmal nach innen. Innen klebe ich mir ein Stück mit den Maßen 14,9 x 4,8 cm auf. Und dann ist das Grundgerüst für das Mini-Album fertig. Es ist jetzt noch ein bisschen steif, das gibt sich aber mit der Zeit. Und wenn du wissen möchtest, wie es weitergeht,
Dann abonniere den Kanal direkt hier unter dem Video. Über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch. Und dann hoffe ich, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ciao, deine LKS.